Er ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund und ganz klar einer der Topstars bei der Essen Motor Show. PS-Profi Sydney Hoffmann. Doch heute geht es nicht nur um schicke Autos, sondern vor allem um die gute Sache. Sydney ist ab sofort offiziell Botschafter der Stiftung Kinderherz. Und seine Botschaft ist dabei ganz klar. Helfen kann man nicht nur als Promi, das kann jeder. Man muss überlegen, man hat seinen Spaß dabei und man tut was Gutes. Und genau das will ich halt immer eine Botschaft senden. Es muss nicht irgendwie sein, oh, jetzt müssen wir das machen und dies machen. Nee, macht einfach Spaß und denkt dabei nach, wie man das verknüpfen kann. Heute trifft Sydney jemanden wieder, der bei der dritten internationalen ADAC Zürich-Westfalen-Klassik eine Menge Gutes getan hat. Niklas Bode. Denn der hatte sich den heiß begehrten Beifahrersitz in Sydneys Porsche 964 ersteigert. Der Erlös der Versteigerung ging komplett an die Stiftung Kinderherz. Der gemeinsame Tag bei der Oldtimer Rallye hat bei Sydney und Niklas einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also die Rallye war schon eine ganz geile Erfahrung. Ich meine, es war jetzt so gesehen meine erste ADAC-Rallye aktiv gefahren. Und ich hatte natürlich einen coolen Beifahrer. Ich meine, du stellst dich auf einen fremden Menschen ein. Ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Und mit Niklas habe ich da ein gutes losgezogen. Und der hat wirklich einen guten Job gemacht. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Tag. Hat Spaß gemacht. Das Wetter hat gepasst. Die Strecke war auch toll. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen nächstes Jahr. Mit ihm oder privat mit unseren Autos. Wäre eine schöne Sache auf jeden Fall. Da bleibt eigentlich nur noch die spannende Frage, ob Sydney auch 2020 wieder in Bad Sassendorf an den Start gehen will. Ja, nächstes Jahr, neues Glück, neue Rallye, neues Glück und auch neuen Beifahrer, ne? Weil wir haben uns gerade schon committed, nächstes Jahr mache ich wieder mit und versteigere meinen Beifahrersitz wieder. Ich bin gespannt, wer es diesmal wird. Es wird also wieder jemand die Chance haben, gemeinsam mit Sydney die schönsten Ecken des Sauerlands zu erkunden und dabei gleichzeitig noch herzkranken Kindern zu helfen. Streng nach dem Motto der Stiftung Kinderherz. Mit dem Herzen handeln.